Meiner Ansicht nach wird sich der Buchmarkt grundsätzlich in den Auflagen weiter verändern und reduzieren. Die Anzahl der Titel, die publiziert oder die vorgehalten werden müssen oder auch Bedarf erzeugt werden müssen, wird stetig steigen. Dazu wird es einen Trend geben, der sich verstärken wird, aus Social Media Content gedruckte Bücher zu machen und direkt an die Konsumer zu verkaufen. Das bedeutet für mich nach meiner Einschätzung, dass der Bedarf an digital gedruckten Büchern in Klein- und Kleinstauflage, in hochwertiger Ausstattung und schneller Lieferzeit ein steigendes Marktsegment und ein steigendes Volumen auch in der Zukunft sein wird. Für uns die größte Herausforderung wird es sein, Bücher mit runden Rücken im Hardcover zu machen, analog der Qualität, die man jetzt aus der Offset-Produktion kennt, in einer gewissen Varianz an Ausstattungsmerkmalen. Als Fotobuchdrucker erwarten wir keine weiterführenden Anforderungen, was die Lieferzeit und die Qualität und die Zustellgenauigkeit sozusagen anbelangt. Das ist gewohntes Business. Wenn wir von digital gedruckten Büchern reden, reden wir von Auflagen 1 bis wenige. Das heißt, der Warenkorb ist sehr gering und es verbietet sich, bei einem derart geringen Auftragswert manuelle Prozesse in der Produktion, respektive manuelle Begleitprozesse wie Auftragstaschen etc. vorzuhalten, weil das ist stark ertragsschädigend. Die einzige Option wirtschaftlich dort in Zukunft und auch heute arbeiten zu können, ist ein ganz starker und ganz hoher Automatisierungsgrad in der Produktion und in allen Begleitprozessen.